zusammen, ich begrüße euch recht herzlich vom sonnigen Zürichsee. Mein Kaffee ist parat, pünktlich um 4 Uhr nachmittags. So soll es sein. Nun möchte ich heute mit euch das Hefeteig-Grundrezept machen. Dieses Mal für ein Chia-Brot. Okay? Dafür brauchen wir frischen Hefe, ein bisschen Zucker, Salz, Olivenöl, Backpulver, Chia-Samen, natürlich Mehl und Wasser. Wie ich das persönlich mache, zeige ich euch und es gelingt 100%. Weil Hefeteig ist meistens bei den Leuten so Angstzustände-Thema. Das gelingt mir eh nicht. Doch, es wird gelingen. Und ab heute, spätestens ab heute, könnt ihr den besten Hefeteig machen. Nicht den besten, aber einen guten Hefeteig machen. Wir wollen es ja nicht übertreiben, oder? Also, Hefewürfel, frische Hefe, bevorzuge ich. So, einfach zerbröseln. Dann ein bisschen Zucker rein. Die Angaben sind dann im Rezept, wie viel das ist. Dann gut lauwarmes Wasser, das ist wichtig, also gut lauwarm. Und hier von Mehl nehme ich einfach mit dem Schälchen ein wenig raus, so, und das hier rein. Dann nur ein bisschen umrühren. So, genau. Und dann lassen wir das jetzt für ca. 5 Minuten erst einmal stehen. Das ist der erste Schritt. Okay? So, jetzt sind die 5 Minuten um. Und dann werden wir als nächsten Schritt noch ein bisschen lauwarmes Wasser dazu gießen. Und nochmal ein bisschen Mehl. Dieses Mal nehmen wir vielleicht so 2 Schälchen. Und dann so leicht verrühren, dass die Hefe ein bisschen anfängt zu arbeiten. So, das lassen wir 10 Minuten stehen, okay? So, Hefe ist aufgegangen, wie ihr seht. Ist ganz fluffig. Und ist richtig gewachsen, oder? So, weiter geht's. Und immer bitte lauwarmes Wasser dazugeben. Nicht jetzt mit kaltem Wasser weitermachen, okay? Und immer peu à peu Wasser und Mehl dazugeben. Was ich dazu vorbereitet habe, sind 3 Esslöffel Chiasamen. Die habe ich natürlich in so einem Gläschen mit Wasser eine halbe Stunde stehen lassen, damit die Chiasamen ein bisschen aufgehen. Man kann auch das direkt reinschütteln, aber es kommt besser. Dann einfach rein. Diesen Grundrezept vom Hefeteig für Brot könnt ihr vielfältig benutzen. Mit Brot, mit Nüssen, was ich auch gerne mache, mit Oliven, Chiasamen. Da ist die Welt groß von Variationen, oder? Okay, dann Olivenöl, Salz und Backpulver. Doch, in meinem Brot kommt auch Backpulver rein. Okay, so, das tun wir jetzt noch schön verrühren, solange es flüssig ist, dass sich das besser vermischt. Ja, seht schon, es schäumt. Also so verrühren, dass jetzt nicht Klümpchen übrig bleiben. Normal. Und ihr seht, je mehr ihr das jetzt rührt, oder ich das rühre, wird es immer schäumiger. Perfekt. Und dazu
Jetzt wird peu à peu Mehl reinschütteln. Und wieder so Mehl hineinverrühren, dass es nicht große Knödel gibt, oder? Okay, sehr fein. Und immer wiederholen. Bisschen lauwarmes Wasser und bisschen Mehl hinein. Das könnt ihr genauso in so Wecken oder Semmeln, Brötchen, wie ihr das nennt, auch verarbeiten. Und dann habt ihr frische Brötchen am Sonntag, selbstgemachte. Und da weißt du, was drinnen ist. Sieht fluffig. So ein bisschen zäh. Noch mehr Mehl. So, wir das schön vermischen noch. Und dann lassen wir das weitere 5 Minuten ein bisschen gehen. Ja, dass das anfängt aufzugehen, zu atmen und dass sich die Zutaten ein bisschen hineinverteilen. Dann machen wir weiter. So schaut's aus. Es arbeitet. Ich zeige es mal mit dem Löffel, damit ihr das besser seht. Ja? Dass ihr so ein bisschen das Gefühl habt, wie das ausschauen soll. Ne, es ist fluffig. Spürt man schon, da ist sehr viel Luft inzwischen drinnen. Und dann? Die beste Maschine der Welt. Ist die Kamera fast abgestürzt? Zu Strecken bekommen. Okay, gut. So. Gut. Und einfach jetzt Mehl rein. Kippen und mit den Händen anfangen hinein zu verarbeiten, das Mehl. So. So. Ganz locker, ganz fluffig. Da. So habt ihr besseren Überblick, wie viel Mehl das hier braucht. Ich werde selbstverständlich nachher das Rezept aufschreiben, aber ich backe. Ich glaube, seit 28 Jahren Brot und das ist einfach Übung, die Erfahrung. Und jedes Mal, wenn ihr das macht, habt ihr besseres Gefühl und da wisst ihr ganz genau, worauf es dann ankommt. Und dann wird das schon. Und immer wenn ihr merkt, aha, jetzt wird es klebrig, dann nochmal Mehl hinein verschütteln. Und wichtig dabei ist, immer von außen nach innen, immer von außen nach innen und hinein verarbeiten. Nicht zu fest. Und auch nicht zu weich. Also man merkt schon, das geht super ab. Es ist noch weich, fluffig, bewegt sich gut. Und dann den restlichen Mehl einfach so rumtreiben. Keine Knetmaschine. Jessie hat keine. Jessie hat keine Brotmaschine. Jessie hat das beste Werkzeug der Welt fürs Kochen und Backen. Meine Hände. Und viel Fantasie. Das ist jetzt dafür, dass es leichter abgeht. So, tun wir es so ein bisschen auch unten drunter. Quasi unter den Teig. So, ein bisschen tricksen. Genau. Und jetzt nochmal nach innen. So, dass es ein bisschen einheitlicher ausschaut. Okay. Den Ofen mindestens eine halbe Stunde auf 220 Grad vorheizen. Das richtig Gas gibt.
Ich lasse es absichtlich ein bisschen länger laufen, die Kamera, damit ihr einfach das, damit ihr einfach zuschauen könnt und nicht umkippt. Nein. Marco kippt fast um beim Aufnehmen. Danke, Marco, dass du aufnimmst. Das ist mein Sohn. Ich will euch zeigen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Liebe dahinter steckt, wie viel Kraft dahinter steckt und wie man das wirklich, wirklich verarbeitet, dass es gelingt. Weil ich stehe hinter dem, was ich euch zeige, dass es auch funktioniert. Also das ist jetzt nicht nur hier ein Video zu drehen, damit man ein Video hochgeladen hat. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum einfach, dass ich euch zeigen kann, wie man solche Sachen selber machen kann, woraus wirklich ankommt und dass es euch vor allem auch gelingt. Man sieht, es gibt keine Reste in der Schale. So ein bisschen Mehl unter, drunter heben. Aha. So, nächster Schritt. Diese Form ist auch alt. Mindestens 15 Jahre. Also ist nicht so ein hübsches Ding, aber da kann man drinnen gut backen. Man kann dieses Brot auch natürlich auf dem Blech backen. Man kann daraus ein Baguette machen. Das kann ich euch mal zeigen. Aber dieses Mal lassen wir das in der Form, weil dann wächst er auch schön nach oben, oder? Und behält ein bisschen die gebankte Form. Und jetzt kommt der Moment des Abstürzes. Tadam! Grundrezept Hefeteig Brot. Brot. Heute in diesem Fall Chiabrot. Okay? Wenn es so Brösel gibt, einfach so ein bisschen wegmachen. Halbe Stunde gehen lassen. Okay? So, halbe Stunde ist vorbei. Chiabrot ist schön aufgegangen. Und dann werde ich jetzt hier einfach ein bisschen mit Olivenöl das verfeinern. Einfach leicht so drüber. Man kann auch ein bisschen Butter nehmen. Ich bevorzuge für diesen Brot Olivenöl. Und ein Herzchen oben drauf. So, aufgegangen ist es, wie ihr seht. Kann's losgehen? Wie gesagt, der Ofen ist für eine halbe Stunde auf 220 Grad vorgeheizt worden. Und jetzt tun wir das auf 180 reduzieren. Backen das erst 45 Minuten. Dann reduzieren wir auf 150 nochmal 10 Minuten. Also insgesamt 55 Minuten in den Ofen. Bis gleich. Jetzt dürfen wir das Chia-Brot aufschneiden. So. Ich denke, es ist wunderbar gelungen. Es ist fast doppelt so groß, wie wir es vorher in den Ofen reingeschoben haben. Und ja, Schnittkanten. Einmal durchschneiden. Ich weiß, ich backe und koche meistens in den großen Mengen, weil ich bin es gewohnt, für vier Kinder zu backen und kochen. Und deswegen sind wahrscheinlich meine Rezepte immer mit großen Mengen angegeben. Aber ihr könnt natürlich nur die Hälfte von dem Rezept nehmen oder Brot lässt sich wunderbar einfrieren. Dann habt ihr für nächstes Mal, dann müsst ihr euch nicht so viel Mühe machen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Jetzt schauen wir mal rein. Da hängt es noch ein wenig. Es dampft. Es ist noch heiß. Ja. So schaut es aus. Es ist noch weich. Außen ist es knusprig. Und das kann man ganz gut mit Olivenöl ein bisschen oben drauf servieren zum Essen.
eigentlich eignet sich das zu allem ganz gut. Okay, das ist das Ischiasbrot heute gewesen mit euch. Das Hefegrundrezept für Brot gebacken. Und ich freue mich, wenn ihr das nachmacht. Und es wird euch bestimmt gelingen. Sagt mir dann bitte Bescheid. Vielen herzlichen Dank. Hab euch lieb. Ciao.